Was uns noch fehlt? Die Robin-Randbedingungen. Ich habe dazu schon mal rüberkopiert das Variationsproblem, das wir ja hergeleitet hatten, die schwache Formulierung des Randwertproblems der Wärmeleitung. Wir haben bis jetzt schon verarztet den Teil hier. Das war der Wärmetransport im Inneren. Wir haben verarztet diesen Teil. Das waren die Wärmequelle, die verteilte. Was jetzt noch fehlt, sind die Anteile links und rechts, die aus den Robin-Randbedingungen dazukommen. Also dieser Teil hier. Und dieser Teil. Damit wir das vernünftig aufschreiben können, möchte ich noch mal ein paar Bezeichnungen definieren. Wir sagen, es gibt eine Bilinearform A. Ich nenne die mal Int für Interior, also für das Innere. A Int Theta Delta Theta. Das ist der Teil, den wir schon haben. Also das Integral, also der Teil mit der Wärmeleitung, Integral über Omega Lambda Grad Theta Skalar multipliziert mit Grad Delta Theta, dem Gradienten der Testfunktion, das über die Fläche integriert. Und jetzt kommt der gelb markierte Teil. Na, so toll erkennt man es nicht, aber es ist klar, wie es gemeint ist. Jetzt kommt noch der Teil zu den Robin-Randbedingungen. Theta Delta Theta. Und hier wird jetzt integriert über den Robin-Rand. Und da steht der Wärmeübergangskoeffizient H multipliziert mit der Funktion Theta multipliziert mit der Testfunktion Delta Theta. Und das wird über die Bogenlänge vom Rand integriert. Und wenn wir diese beiden einzelnen Bilinearformen haben, dann können wir sagen, die gesamte Bilinearform A, Theta, Delta, Theta, die berechnen wir aus der Summe der beiden Bilinearformen, die wir gerade eben aufgeschrieben haben. Also A int von Theta, Delta, Theta plus AR von Theta, Delta, Theta. Diese Größen brauchen wir gleich. Und jetzt haben wir es halt einmal vernünftig aufgeschrieben. Dann wissen wir, worüber wir sprechen. Gut, das war der Teil auf der linken Seite. Da steckt ja die gesuchte Funktion und die Testfunktion jeweils drin. Dann kommt die rechte Seite. Da steckt nur die Testfunktion drin. Da machen wir es genauso. Wir vereinbaren B int von Delta Theta Integral über Omega W mal Delta Theta dA. Dann der Teil zu dem Robin-Rand BR Delta Theta. Integriert über Gamma R H mal die vorgegebene Temperatur Theta Stern mal Delta Theta wieder über die Bogenlänge integriert und die gesamte Linearform B ist dann so wie gerade eben auch B int ausgewertet für Delta Theta plus dr ausgewertet für Delta Theta. Damit haben wir schon mal ein paar Bezeichnungen eingeführt, mit denen wir gleich sehr geschickt weiterrechnen können. Wie sieht jetzt dazu das lineare Gleichungssystem aus? Wir haben die Gesamtsystemmatrix K. Die ist jetzt eine Summe aus
zumindest schreibe ich es hier so auf, kint plus kr. Später werden wir das gar nicht so rechnen, aber jetzt für die Situation hier ist das ganz praktisch. Also die Gesamtsystemmatrix setzt sich zusammen aus dem Anteil von der Wärmeleitung kint und einem Anteil von den Robin-Randbedingungen kr. Und ich schreibe es nochmal auf. Die Komponenten von kint ij bekommen wir aus der Bilinearform aint eingesetzt phi i phi j, und wir bekommen den Teil zu den Robin-Randbedingungen krij aus die Robin-Bilinearform ausgewertet für phi i phi j. Und das schreiben wir gleich nochmal aus, weil wir es brauchen werden. Das war ja nichts anderes als das Integral über den Robin-Rand h mal phi i mal phi j über die Bogenlänge integriert. Die Systemmatrix, dann die rechte Seite R nach exakt demselben Schema, R int plus RR R int i B int ausgewertet für phi i und der Robin-Anteil i, die Robin-Linearform ausgewertet für phi i. Und das war ja nichts anderes als auch wieder über den Robin-Rand integriert h mal die vorgegebene Temperatur Theta Stern mal und jetzt eben eingesetzt für Delta Theta Phi I auch wieder über die Bogenlänge integriert. So, die ganze Schreibarbeit mussten wir uns jetzt einmal machen, damit geklärt ist, was wie gemeint ist. So, jetzt gucken wir uns das mal an dem Beispiel an und dann wird hoffentlich klar, dass das überhaupt keine große Geschichte ist, diese Beiträge zu K und R zu berechnen, die zu den Robin-Rand-Bedingungen gehören. Das habe ich hier schon mal vorbereitet, so ein Beispielnetz, und die Knoten sind jetzt nummeriert, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir gucken uns mal an die Basisfunktionen zu den Knoten 6 und 9. Da passt es, da kann man es so schön aufzeichnen. Also die Basisfunktion zum Knoten 6, am Knoten 6 den Wert 1, überall sonst hat sie den Wert 0. Ich mache es mal blau, dann kann man vielleicht ein bisschen besser erkennen, wie das zu verstehen ist. Und ich hebe jetzt nochmal hervor der Bereich von der Funktion, der hier ungleich 0 ist. Das mache ich nochmal ein kleines bisschen dunkler, in der Hoffnung, dass es damit ein bisschen besser zu lesen ist. Hier also die Basisfunktion phi 6, die Basisfunktion phi 9, hier an dem 9. Knoten den Wert 1. Und hier nochmal ein bisschen dunkler der Bereich, wo die Funktion ungleich 0 ist. Hier also phi 9, die 9. Basisfunktion. So, dann wollen wir ausrechnen, zum Beispiel
kr66, das ist dann das Integral. Ja, was wird jetzt integriert? Das ist die interessante Frage. Also es geht ja um den Robinrand. Nehmen wir mal an, dass das ganze Gebiet hier einen Robinrand hat. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wo haben diese beiden Funktionen auf diesem Robinrand beide einen Funktionswert ungleich 0, dann ist das wirklich nur diese eine Kante hier, dieser Abschnitt. Dort sind auf dem Rand beide Funktionen ungleich 0. Wir brauchen ja das Produkt von den beiden Funktionen und von daher reicht es, wenn wir uns dieses Stück anschauen. Ich sag mal, das hier ist die Kante mit der Nummer e. Und kann man auch noch mal dazu schreiben, die Länge von dieser Kante, die nennen wir mal LE. Was uns jetzt ja interessiert, ist überhaupt nicht der Verlauf dieser Funktion im Inneren des Gebietes Omega. Uns interessiert nur der Verlauf der Funktion auf dieser einen Kante E. Ich schreibe es hier nochmal dazu. Alles das ist Gamma R. Das können wir doch jetzt mal aufzeichnen. Die Funktion oder diese beiden Funktionen auf dieser Kante E. Ich zeichne hier mal hochkant unser Koordinatensystem. Das wäre der Kantenparameter S. Hier der Wert 1 auf dem Parameter S abgetragen, die Länge LE. Und damit ist, denke ich, auch klar, dieses Stückchen hier ist wieder unsere Kante LE. Wie sieht jetzt die Funktion Phi 6 auf dieser Kante LE aus? Na, das ist doch fürchterlich einfach. Die fällt von dem Wert 1 linear ab bis zur Stelle. Also bei S gleich 0 hat sie den Wert 1. Und dann fällt sie bis zur Stelle LE linear auf den Wert 0 ab. Also auf der Kante E ist das hier die Funktion Phi 6. Dann die zweite Funktion. Phi 9, genauso wieder LE und die Funktion Phi 9, wenn Sie jetzt gucken, ne, das hier wäre unsere Richtung S. Das habe ich jetzt willkürlich so festgelegt, das könnte auch andersrum sein. Später spielt das bei der Programmierung spielt das überhaupt keine Rolle. Also die zweite Funktion, die legt los für S gleich 0 beim Wert 0. Und die steigt dann linear bis LE auf den Wert 1 an. Also hier Phi 9 auf der Kante E. Im Grunde hätte ich jetzt die Kanten auch nochmal durchnummerieren können, aber das würde ja wirklich überhaupt nichts zur Sache tun. Deswegen habe ich einfach mal allgemein hier E geschrieben. So, wie sieht jetzt dieses Integral aus? Wir wollen jetzt ja dieses Integral hier ausrechnen für die beiden Funktionen oder für Phi 6 und Phi 6. Und zwar entlang dieser Kante E. Das ist dann das Integral von 0 bis LE.
Und was müssen wir jetzt integrieren? Klar, H können wir erstmal abschreiben. Und jetzt können wir einfach den Verlauf von der Funktion Phi 6 auf dieser Kante E aufschreiben, in Abhängigkeit von dem Parameter S. Keine große Geschichte. Wir fangen bei 1 an und dann fällt es linear ab mit S. Und wir müssen das natürlich durch LE dividieren, dass wir den Wert 1 rausbekommen, wenn wir für S LE einsetzen. Das ist Phi 6 und das wird multipliziert mit Phi 6, also nochmal dasselbe S durch LE. Und DS ist der Integrationsparameter. So, und so ein Integral hatten wir schon mal bestimmt. Sie erinnern sich an den Bohrpfahl. Man kann das, ich schreibe es mal hier oben auf 0 bis L, symbolisch darstellen, als wir haben eine Dreiecksfunktion multipliziert mit einer Dreiecksfunktion ds. Und da hatten wir uns überlegt, das ist ein Drittel mal L. Wenn Sie mir das jetzt nicht glauben oder nochmal wissen, wo man das geschickt nachlesen kann, da gibt es diese Integraltafeln. Ich habe sie hier mal reinkopiert. Die Integraltafeln für das Kraftgrößenverfahren in der Statik. Und da kann man auch nochmal ablesen, diese Integrale, wenn die Dreiecke gleich orientiert sind, der Vorfaktor ein Drittel, wenn sie umgekehrt orientiert sind, der Vorfaktor ein Sechstel. Also so kann man das auch nochmal knapp aufschreiben. Was kriegen wir also raus? Wir kriegen raus, KR66 ist ein Drittel mal H mal die Länge dieser Kante LE. Dann, spaßeshalber noch, KR69 von 0 bis LE wieder integriert, 1 minus S durch LE. Die Funktion Phi 6 auf der Kante E und jetzt multipliziert mit Phi 9 und das ist einfach S durch LE ds. Und wir haben gerade gesehen, Dreieck aber entgegengesetzt orientiert, das war ein Sechstel mal L, also ein Sechstel mal H mal LE. Blättern Sie nochmal zurück zu dem Bohrpfahl, da werden Sie genau dieselben Werte sehen. Das ist nämlich letztlich genau das gleiche Integral, das da drin steckt. Wunderbar. Dann brauchen wir noch den Beitrag für die rechte Seite. R6 Integral von 0 bis LE H mal Theta Stern und jetzt die Funktion auf der Kante aufgeschrieben 1 minus S durch LE ds und das ist klar Dreiecksfunktion integriert Grundseite mal Höhe halbe ein halb mal h mal Theta Stern mal LE und für RR9 schreibe ich es gar nicht mehr auf. Da ist es klar, da kommt dasselbe raus. H mal Theta Stern mal LE halbe. So, jetzt haben wir das an dem Beispiel hier gesehen, wie das funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das jetzt, ob das verständlich ist. Vielleicht ist der Knackpunkt, dass man das Integral über diese Funktionen Phi 6 und Phi 9, die ja eigentlich erstmal auf dem ganzen Gebiet Omega vereinbart sind, dass man, wenn man die auf dem Rand anguckt, wieder ganz normale Funktionen erhält,
die von einem Parameter S abhängen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass dieses hier damit zusammenzubringen und damit, dass das nicht ganz einfach ist. Aber ich bin mal gespannt, wie Sie klarkommen. Sie können natürlich dann auch fragen, wenn es da Verständnisprobleme gibt. So, jetzt haben wir das an einem Beispiel geklärt. Wir werden natürlich gleich wieder das Ganze so aufschreiben, dass wir das für ein Element, in diesem Fall ist ein Element dann eine Kante, berechnen und diese Element- oder Kantenmatrizen dann wieder wie gehabt in die globalen Matrizen einbauen oder in die globale Matrix einbauen, genauso wie man den Beitrag auf der rechten Seite wieder in den globalen Vektor der rechten Seite einbaut. Damit kommen wir zu der Berechnung für eine Kante. Wir fangen mal an und überlegen uns, wie sehen jetzt die Basisfunktionen phi i entlang einer Kante aus? Hier also das Koordinatensystem. Ich trage ein als Kurvenparameter oder als Parameter s. Und wir haben ja gerade schon gesehen, entlang einer Kante haben wir wieder einen linearen Verlauf der Funktion. Ne? Also so wie bei dem Bohrpfahl auch schon, eine Funktion, die linear runtergeht und eine Funktion, die linear ansteigt. Das nennen wir NE1. Die erste Funktion auf der Kante e und NE2, die zweite Funktion auf der Kante. Dann können wir jetzt unsere Linearform und die Bilinearform auch nochmal für diese Funktionen aufschreiben. Also unsere S auf Englisch Edge Forms, Deutsch heißt es Form, das ist ein ganz merkwürdiges Wort, aber es heißt so. Also, wie sieht es dann aus? AL für die Kante E, Theta, Delta Theta, Integral von 0 bis LE, H mal Theta mal die Testfunktion, DS, die rechte Seite Delta Theta 0 bis LE H mal Theta Stern mal Delta Theta DS. Das sieht jetzt erstmal so aus, wie wir das gerade eben auch schon aufgeschrieben hatten. Aber der Unterschied ist jetzt, dass diese Funktion Theta und Delta Theta, die wir da reinstecken, eben wieder ganz normale Funktionen einer Variablen sind, nämlich die sind definiert auf dem Intervall von 0 bis LE und gehen in die reellen Zahlen. Also Theta und Delta Theta jetzt hier in dieser Formulierung wieder als Wald- und Wiesenfunktionen einer Variablen. Damit können wir ausrechnen die Beiträge der Kante E oder, wenn Sie so wollen, die Einträge der Elementmatrizen und des Elementvektors. Wir haben dann KER. Jetzt muss ich hier die Indizes absetzen, aber Sie wissen, wie es gemeint ist. Das ist AR. E und jetzt ausgewertet für NEI und NEJ. Und das ist es. L, E, RI, dann BER, ausgewertet für NEI. I und J, klar, laufen von 1 bis 2.
Und falls Sie da ein bisschen Unterstützung brauchen, schauen Sie nach bei dem Bohrpfahl, da haben Sie das im Grunde schon programmiert. Der einzige Unterschied ist, wenn wir jetzt mal uns überlegen, dass unser Netz irgendwie in der Ebene sich befindet, also keine Ahnung. Das ist jetzt kein besonders, na, hier mache ich noch ein Dreieck hin. Das wäre unser Netz, unsere Kante E wäre das hier. Der einzige Unterschied zu der Berechnung beim Bohrpfahl ist, dass Sie jetzt für die Länge dieser Kante eben den Differenzvektor von den beiden Knotenpunkten nehmen müssen und davon berechnen Sie die Länge. Das ist LE und ansonsten können Sie das 1:1 übernehmen. Auch das finde ich schon fast wieder ein bisschen unverschämt, wie einfach das dann am Ende wieder wird zu programmieren. So, und das hier bauen Sie dann wieder in das globale System ein. Wie gehabt. Gut, ich bin mal gespannt, ob Sie drauf kommen, wie Sie das umsetzen in der Software mit dieser Mesh-Klasse. Ich fände es super, wenn Sie selber drauf kommen, aber ich bin mal gespannt, wahrscheinlich ist es zu schwierig. Schauen wir mal, das ist ja überhaupt kein Problem, wenn es nicht klappt, sprechen wir drüber.